Ja, herzlich willkommen auf der Erzählmittelbauer. Heute mal wieder Multiswitch. Gleich nach dem Intro. Ja, für mein Boddenbrot brauchte ich ja noch einen Multiswitch. Da bin ich dann mal auf die Suche gegangen im Internet. Mir schwebte da irgendwas mit S-Bus vor. Das haben wir ja im letzten Video auch schon behandelt. Fündig bin ich dann im RC-Netzwerk-Forum geworden. Da gibt es einen User, der Voodoo68, aka Ulf. Grüße gehen raus. Der hat sich mit dem Thema beschäftigt, wie ich über einen einzelnen Kanal 8 Schaltzustände übertragen kann. Und das habe ich einfach aufgegriffen, habe ihn angeschrieben und dann habe ich das in meinem Projekt übernommen. Wie das Ganze so ein bisschen funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Und am Ende werden wir dann den Code noch besprechen und dann werden wir das Ganze auch nochmal testen. Viel Spaß dabei. Auf geht's. Ja, wir befinden uns hier auf der rcnetwork.de Seite und hier sind wir auch schon in der Projektseite sbus-switch. Das ist hier von dem User Voodoo68, aka Ulf, habe ich ja gerade schon erwähnt. Der hat es hier mit dem AT-Tiny gebaut. Und einer Treiberstufe hinten dran, damit wir ein paar Milliampere mehr schalten können. Ja, es ist ziemlich klein, wie ihr seht hier. Wir wollen es ja mit dem ESP32 bauen. Wird es natürlich ein wenig größer. Dafür haben wir halt andere Vorteile. Ja, ihr könnt mal hier durchscrollen. Ihr könnt auch einen Daumen mal da lassen für den Kollegen. Der hat sich auch sehr viel Mühe gemacht. Der hat auch eine Anleitung geschrieben, wie ihr das Ganze einstellen müsst, damit es funktioniert. Das geht hier über 7 Seiten. Ich gehe mal auf die letzte. Ja, da ist immer noch aktiv, ist noch vom November 21. Da gibt es dann hier die letzte Version. Und hier sind nochmal die Features aufgebröselt, die das Modul hier kann. Da kommen wir zu dem Funktionsweise des Multiswitch über S-Bus. Wer sich die Anleitung vom Ulf auf RC Network durchgelesen hat, der wird feststellen, dass das Ganze über Mischer funktioniert, in OpenDX oder in EdgeDX oder in anderen Sendern, wo man Mischer entsprechend so einstellen kann, wie wir das hier machen. Im Endeffekt geht es nachher darum, dass wir 8 Schalter in unterschiedlichen Positionen schalten können und die Ergebnisse am Ende auf Ausgänge schreiben können. Dazu haben wir einfach die Schaltern Wertigkeiten zugeordnet. Das sind quasi 8 Bits, weil es 8 Schalter sind und jedes Bit hat ja in der Digitaltechnik eine eigene Wertigkeit und das ist hier im Endeffekt hier unter dem Wertigkeitstab dargestellt. Das heißt, der Schalter 1 hat eine Wertigkeit von 1, 2 hat 2, 3 hat 4, 8, 16, 32, 64, 128. Das ist die Wertigkeit der einzelnen Schalter und wenn man jetzt die einzelnen Schalter miteinander kombiniert, bekommt man immer eine andere Wertigkeit heraus. Das heißt, wenn ich jetzt Schalter 1 und 2 habe, hätte ich 1 und 2 zusammen, sind 3. Wenn ich jetzt den dritten Schalter dann schalte und die ersten beiden aus, habe ich eine Wertigkeit von 4. Mache ich die ersten beiden dabei, habe ich 7. Und wenn ich dann hier einen weiterklicke, die ersten wieder aus, bin ich bei 8. Also jede Kombinationsmöglichkeit hat seine eigene Wertigkeit. Und die Wertigkeit liegt hier bei 0 bis 255. Das heißt, wenn alle Schalter an sind, können wir auch hier mal eben gucken. Dann haben wir 255 als Summe. Wie erreichen wir das Ganze jetzt? Dazu gibt es einmal den Mode normal, also 0, und den Mode 1 kompatibel. Mode 0 ist quasi, wenn wir den S-Bus von 0 bis 2048 nutzen können, also die ganze Bandbreite der 11 Bits pro Kanal. Und Mode 1 ist, wenn wir nicht bis 0 kommen, also wenn wir nur, wir hatten ja letztens gesehen, dass wir nur bis, glaube ich, 84 kamen, dann müssen wir hier auf den Kompatibilitätsmodus setzen, wo wir dann von 201 bis 1844 skalieren müssen im Sender. Das machen wir über die Outputs, da können wir ja die Servowege einstellen und hier können wir entsprechend die Prozente anpassen, sodass wir am Empfänger die folgenden Werte hier Min und Max rausbekommen. Gehen wir mal hier in Modus 0, das ist der einfache Modus zum Auswerten zumindest. Der ist skaliert von 0 bis 2048. Und jetzt müssen wir natürlich die Wertigkeiten hier irgendwie übertragen können.
Das haben wir ja hier gesehen, ist immer, dass der nächste Schalter immer doppelt so viel ist wie der Vorgängerschalter. Und das Gleiche müssen wir jetzt an den Mischern quasi einstellen. Jetzt ist aber das Problem an den Mischern, wir können da nur Ganzzahlen eingeben. Also wir können keine Kommastellen eingeben. Das heißt, wenn wir da Kommastellen haben wollen, machen wir das über eine Kurve. Das heißt, das ist hier auch so realisiert. Wir haben hier einen Messbereich von 0 bis 400 und machen dann hier eine Kurve, die den Wert viertelt. Das heißt, durch 4 teilt. Das heißt, wenn wir hier 400 zum Beispiel haben, durch 4 teilen, kommt dann im Endeffekt 100% raus. Das heißt, wir können hier oben mit 3% 0,75% erreichen, weil wir es dann durch 4 teilen und dementsprechend so weitergeben. Die Mischer sind ungefähr so aufgeteilt, dass sie auch immer diese Verdopplung haben, wie wir hier hinten auch haben müssen. Hier haben wir zum Beispiel 3, 6, 12, 25, 50, 100, 200 und 400. Das ist ungefähr so die Verdopplungsrate. Nicht genau, aber das spielt keine Rolle. Das gleichen wir dann am Ende aus. Weil wir S-Bus benutzen, übertragen wir ja ohne irgendwelche Übertragungsfehler. Ja, hier der erste, der 0, ist ja unser Offset. Die Offset-Einstellung, der ist quasi immer aktiv, der Mischer. Der zieht einfach unseren Kanal auf minus 99,5, weil wir 398 vierteln und dann haben wir 99,5 negativ. Was dann einen S-Bus-Wert von 0 entsprechen würde. Und jetzt gehen wir hier weiter in den Mischern. Dann haben wir den nächsten, ist 3. Durch 4 sind 0,75 und 0,75 würden 8 Digits, sage ich mal, von dem S-Bus-Bereich entsprechen. Der nächste wäre dann 15, 31, 64, 128, 256 und so weiter. Wenn ihr jetzt hier die Reihenfolge seht, ist das eigentlich auch immer fast eine Verdopplung. Hier ein paar Unterschiede drin. Die richtige Reihenfolge wäre jetzt 8, 16, 32, 64. Hier vorne haben wir eine leichte Differenz drin, weil die ersten Kanäle müssten eigentlich noch verfeinert werden. Aber für diese Anwendung reicht es aus, weil wir ja ein bisschen Abstand zwischen den Digits haben. Also wir haben ja 8. 8 ist ja unser Einzelschalter, das heißt, wir haben immer 8 Toleranz pro Schalter, sag ich mal. So, jetzt haben wir die Werte hier, die kommen dann im Empfänger an. Das heißt, wenn wir Schalter 1 betätigen, kommt im Empfänger die 8 an. Die teilen wir dann durch 8, kein Rest, kommt eine 1 raus, haben wir Wertigkeit 1. Schalten wir jetzt Schalter 2, anstelle von 1 kommen wir mit 15 an. 15 durch 8 ist 1,9 irgendwas, wird aufgerundet auf 2, also haben wir hier 2 als Wertigkeit. Entsprechend, wenn wir 2 und 1 schalten würden, hätten wir ja zusammen 23. 23 durch 8 wären 24 ungefähr aufgerundet, also hätten wir eine Wertigkeit von 3. Also 3 Achten passen da rein. Und das entspricht ja auch hier 1 und 3, 2 zusammen ist 3. Ja, so ist das jetzt hier bei dem normalen Modus, das heißt, wo wir von 0 bis 2048 kommen. Kommen wir jetzt zu dem Modus Kompatibilität. Da haben wir das Problem, dass wir ja nicht bis 0 kommen und dass wir da quasi uns den Bereich ein bisschen zusammenschieben müssen. Da gehen wir dann von aus, dass wir einfach bei 201 anfangen. Entsprechend mit dem Offset gerechnet sind wir dann hier bei 206, wo wir ungefähr 0 haben, also oder minus 100, wenn wir es von OpenTX aus sehen. Und dann rechnen wir da einfach weiter mit unseren Digits. Ich habe jetzt hier mal einfach die Wertigkeit hier neben geschrieben. Das heißt, ich habe hier die 206 abgezogen und dann die Differenz immer zwischen diesen, der oberen und der unteren Zahl. Das heißt, hier haben wir 6, zwischen den beiden ist 12, 25, 51 und so weiter. Das entspricht ja auch ungefähr einer Verdopplung. Da haben wir 6, 12 und so weiter, geht es weiter bis hier, bis 821. Ja, im Empfänger rechnen wir einfach minus 206, dass wir den Offset quasi runterrechnen und dann haben wir hier die Wertigkeit der einzelnen Schalter stehen. 6 ist im Endeffekt ein Spiegelbild jetzt hier von dem, weil ich ja hier auch einfach minus 206 gerechnet habe. So, dann rechne ich den ganzen Wert einfach mal 10, dass ich eine glatte Zahl habe oder eine Zahl, wo ich nachher besser mit dividieren kann. Sonst muss ich mit Kommastellen rechnen und das ist so dann einfacher. Also rechne ich einfach mal 10,
dann addiere ich hier so einen Mittelwert auf, der so dazwischen liegt. Ich kann jetzt so plus 10, plus 30 könnte ich machen. In der Mitte ist genau 20. Dann sind wir immer nach oben und nach unten hin richtig. Das heißt, wir addieren einfach 20 auf und dann teilen wir den Wert hier zweimal durch 8. Das heißt, wenn wir 20 durch 8 teilen, wäre es ja im Endeffekt 2 und 2 durch 8 ist 0 abgerundet. Und deswegen haben wir hier eine Wertigkeit von 0. Bei 80 haben wir hier 80 durch 8 sind 10 und 10 durch 8 ist 1. Und so weiter wird das hier gerechnet. Dann haben wir hier am Ende wieder unsere Wertigkeit, wie wir sie hier vorne beim ersten Modus auch hatten. So, jetzt habe ich mir mal hier unten die Mühe gemacht, mir so eine ganze Matrix hier erstellt. Alle möglichen Schalterpositionen, die es gibt, von 0 bis 255. Habe dann quasi hier oben die einzelnen Werte addiert. Zum Beispiel, wenn wir keinen Schalter haben, haben wir ja 0, ist die 206. Der erste Schalter ist 212, der steht ja hier oben auch noch drin. Dann, wenn wir dann den zweiten haben, ist 218, der steht hier auch noch. Der dritte wäre eine Kombination von Schalter 1 und 2. Seht ihr auch hier, ist 1 und 2 an. Und dann hätten wir 224 und dann kann man hier sehen, was gerechnet wird, sind 18, 180. 180 plus 20 sind 200. 200 durch 8, wäre 3 und dann haben wir die Wertigkeit von 3. Und so geht das hier bis unten runter. So, jetzt zur groben Erklärung, wie das funktioniert. Ja, kommen wir hier zu den Features des ESP32 S-Bus Switches. In erster Linie sollen natürlich die Ausgänge angesteuert werden. Das möchte ich gerne über PWM-Kanäle machen, dass ich da, wenn ich eine Lampe angeschlossen habe, die Helligkeit regeln kann ein wenig. Oder ein Motor die Geschwindigkeit, zum Beispiel ein Radar oder irgendwie sowas. Des Weiteren möchte ich den S-Bus-Kanal auswählen können. Der soll dann gespeichert werden und beim nächsten Mal soll er dann halt wieder der gleiche Kanal verwendet werden. Dann natürlich noch, ob wir einen Kompatibilitätsmodus haben oder nicht. Das muss auch eingestellt werden. Und wie will ich das Ganze einstellen? Das will ich hier über das WLAN-Modul realisieren. Da machen wir einfach einen Access Point auf, also ein WLAN-Punkt, und da können wir uns mit dem Handy, mit dem Laptop, können wir uns da verbinden, eine Webseite aufrufen, die hier drauf generiert wird, und da können wir dann die Einstellungen vornehmen und abspeichern. Ja, das habe ich so bis jetzt realisiert. PWM kann man einfach einstellen, wird abgespeichert und ist beim nächsten Mal wieder da, also nicht dynamisch. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Nachdem wir jetzt die ESP32 S-Bus Switch Grundfunktionen kennengelernt haben, gucken wir eben schnell über den Source Code und erklären ein paar Sachen und dann sind wir auch schnell fertig, nicht dass zu langweilig wird. Hier oben sind die Libraries, die wir im Sketch benutzen. Das ist einmal die S-Bus Library, die hatten wir im letzten Video schon installiert. Können da sehen, wie es geht. Dann haben wir einmal die Wi-Fi und die EEPROM Library, die sind automatisch mit drin, wenn ihr den ESP als Board eingebaut habt. Dann haben wir hier eine Konstante, die Version anzeigt. Dann kommen hier schon die EEPROM-Deklarationen, welche Sachen wir alle wegspeichern können oder welche gespeichert werden. Dazu müssen wir einmal hier die Größe des EEPROM-Speichers angeben und dann haben wir hier die einzelnen Adressen. Wir haben einmal den Channel selber, den S-Bus-Channel, den wir benutzen wollen. Dann für jeden Ausgang die PWM-Rate und am Ende noch den Mode, ob wir kompatibel sind oder nicht. Dann kommen wir zum PWM. Hier haben wir die Grundfrequenz und wir legen 8 Channels an, weil wir ja 8 Ausgänge haben. Und die Auflösung des Channels beträgt 8 Bit. Das ist dann ein Wert von 0 bis 255. Danach kommen die Ausgänge, die 8 Pins, die wir für als Ausgänge deklariert haben. Da ist die Besonderheit, da muss man gucken, welche Pins PWM-kompatibel sind und welche nicht. Da gibt es aber dann Pin-Out-Listen, wo das halt drin steht. Dann kommen wir zur S-Bus-Deklaration. Hier die serielle Schnittstelle 2 hatten wir ja beim letzten Beispiel-Video auch. Dann haben wir hier so ein Array, wo die ganzen Channels reingeschoben werden. Dann können wir alle 16 Kanäle haben wir dann quasi in so einem Speicher-Array, wo wir die dann auslesen und benutzen können. Hier haben wir den S-Bus-Kanal 4, ist der Default-Kanal. Das heißt, wenn man jetzt für einen frischen ESP programmiert, ist Kanal 4 der Default. Data ist für die Ausgänge und X ist so eine Zählerroutine. Die habe ich hier oben deklariert.
Und Wifi haben wir dann hier, das ist einmal der Name des Wifis, also die SSID und einmal das Passwort. Das könnt ihr hier ändern. Habe ich jetzt einfach ein einfaches gewählt. Ich wollte einfach ein mit Passwort haben und nicht ohne. Man könnte auch ein Access Point ohne Passwort öffnen. Dann haben wir hier den Rest. Das ist einmal der Mode als boolsche Variable. Dann haben wir hier einmal den Wifi-Pin. Damit können wir quasi das Setup starten. Also wenn die, das soll nachher eine Brücke werden, wenn die gesteckt ist, haben wir den Wifi-Mode. Und wenn die nicht gesteckt ist, haben wir halt den normalen Modus ohne WLAN. Dann haben wir noch die Onboard-LED. Die wird dann hier als Status für den Setup missbraucht. Seht ihr gleich noch. Hier haben wir einmal die Webserver-Komponente Port 80. Dann haben wir hier noch ein paar Webseiten-Variablen für die GET, also für die Rückantwort der Webseite. Einmal so eine String-Variable und eine Position. Da wird irgendwas aus dem Request-String rausgeschnitten, damit wir das weiterverarbeiten können. Dann brauchen wir noch einen Header. Und hier unten ist noch so eine kleine Timer-Routine, wie wir sie aus dem Beispiel kennen von Timer ohne Delay. Das ist hier mit Previous Time, Current Time und so Millis. Das habt ihr auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, fangen wir hier mit dem Setup direkt an. Wir machen hier eine serielle Konsole auf, damit wir irgendwas ausgeben können zu Debug-Zwecken. Dann haben wir hier einmal unseren S-Bus mit Pin 16 und 17. Hier den Wifi-Pin, sagen wir, das ist ein Input mit Pull-Up. Dann haben wir den LED-Pin, ist ein Output, das war die Status-LED. Und dann werden die 8 PWM-Channels deklariert, das heißt, hier sind die Kanäle, die Frequenz und die Auflösung wird jeweils dem Kanal zugeordnet. Dann haben wir 8 Kanäle offen und hier hinter müssen wir dann die 8 Kanälen-Pins zuordnen. Da werden die Ausgangspins dem LED-Channel hier zugeordnet. Hier wird jetzt abgefragt, ob die Brücke gesteckt ist für Wifi. Wenn die gesteckt ist, dann wird quasi die LED eingeschaltet, die Onboard-LED. Und dann wird hier einmal abgesetzt. Ja, der Access Point wird jetzt hier konfiguriert und aktiviert. Dann wird hier der Access Point mit SSID und Passwort geöffnet. Dann holen wir uns quasi die IP-Adresse. Das ist die Standard-IP-Adresse, ist 192.168.4.1. Die wird auf der seriellen Konsole einmal ausgegeben. Und dann kommen wir hier schon zum Serverstart. Das heißt, die Webseite wird gestartet. Und wenn wir natürlich den PIN hier nicht gesetzt haben, laufen wir einfach hier unten durch, machen einfach nur eine Meldung. Wir haben keinen Access Point, wir haben den Normal Mode. Dann wird einmal das EEPROM initialisiert und dann wird auch gleich schon das EEPROM geladen. Da habe ich eine Routine geschrieben. Könnt ihr hier ganz unten sehen. Es gibt einmal eine EEPROM Load Routine und eine Save Routine. Hier oben im Load werden die einzelnen Werte aus dem EEPROM gelesen und in die PWM-Mode oder den Channel reingeschrieben. Und hier unten ist genau andersrum, da werden die Werte aus den Variablen in das EEPROM reingeschoben. So, wir sind wieder hier zurück. Wir sind jetzt schon im Loop. Hier oben fangen wir mit dem Webclient an. Da ist Listen for Incoming Clients. Dann fragen wir ab, haben wir neue S-Bus-Werte? Ja, die werden wir die haben. Laden wir quasi einmal die Channels in unser Array rein, was wir oben deklariert haben. Dann wird abgefragt, haben wir ein Failsafe? Wenn wir ein Failsafe haben, werden alle Ausgänge auf 0 geschrieben. Das ist hier die Endcode-Funktion mit 0. Und wenn das nicht ist, dann wird die Endcode-Funktion mit dem aktuellen ausgewählten S-Bus-Channel durchlaufen. Da springen wir mal eben direkt hin, das ist die Encode-Funktion. Das ist quasi, wie werte ich meinen S-Bus-Wert aus. Das wird hier gemacht. Da hatten wir ja in der Excel-Tabelle explizit schon gesehen, wie es geht. Hier haben wir einmal den Mode 1, wenn wir hier oben auf True stehen, damit das hier halt mit diesem minus 206 mal 10 plus 20 durch 8 gerechnet. Und wenn wir das nicht haben, also den normalen Modus, wird einfach nur durch 8 gerechnet. Und natürlich wird jeder Schritt hier nochmal als Debug ausgegeben. So können wir uns das gleich live anschauen. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Dann waren wir ja hier bei der Routine gewesen. Danach wird einmal der Kanal ausgegeben. Das heißt, wenn wir Kanal 5 angewählt haben, steht hier Kanal 5, Doppelpunkt. Und dann wird hier ausgespuckt den Wert des Kanals. Das heißt, wenn da jetzt
kein Schalter betätigt ist, hatten wir ja 206. Die werden dann da ausgegeben. Dann kann man den Wert des Kanals sehen. Und dann kommt danach Output Data. Da wird dann angezeigt, was am Ende aus der Encode-Funktion rausgekommen ist. Welche Wertigkeit die einzelnen Schalter jetzt hatten. Also wenn dann da 1 drin steht, ist das der Ausgang 1 geht an. Steht da 3 drin, geht Ausgang 1 und 2 an. Dementsprechend. Das wird jetzt hier auch in der nächsten Routine gemacht. Wir putten einfach den Data auf die Ausgänge. Da müssen wir wieder hier runter scrollen. Das haben wir hier unten gemacht. Das ist eine ganz einfache kleine Routine. Hier werden die Data übergeben an den Output. Dann haben wir ja 8 Ausgänge. Also machen wir hier eine Schleife von 0 bis 7. Gehen wir hier also 8 mal durch. Das heißt, wir lesen quasi von dem Data erst Bit 1, Bit 2, Bit 3 bis Bit 8 und übergeben das entsprechend an den Ausgang. Ist das Bit High, wird der Ausgang auf dem PWM-Wert aus dem EEPROM quasi geschrieben. Und ist das Bit 0, wird dementsprechend einfach die PWM-Rate auf 0 gesetzt und dann ist der Ausgang quasi aus. Jetzt sind wir schon wieder hier oben. Jetzt kommt eigentlich die ganze Web-Client-Geschichte. Die habe ich einfach auch nur kopiert. Das ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen hier. Das ist einfach so ein Standard-Webserver, findet man. Habe ich aber auch verlinkt, wo man sich da einlesen kann. Ich habe natürlich die Webseite ein wenig umgebaut für meine Bedürfnisse. Hier ist übrigens diese Timer-Routine drin. Das ist, wenn er die Webseite einmal verbunden hat, dann wartet er auf eine Rückmeldung. Und solange er keine Rückmeldung kriegt, bleibt er einfach in dem Status stehen. Und dann würde das normale Programm nicht weiterlaufen, der Loop quasi nicht weitergehen. Deswegen springen wir da nach 2 Sekunden einfach raus, damit der Loop wieder weiterläuft. Ja, hier wird dann die Webseite generiert mit HTTP 200 OK und so weiter. Dann habe ich hier die ganzen Abfragen für die Rückmeldung. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Slider bewegt hat oder so, dann wird der Wert, den die Webseite dann zurückgibt, rausgeschnitten, der Wert, und in die entsprechende PWM-Variable reingeschrieben. Das ist wieder hier so eine Schleife, 8-mal, weil wir ja 8 Slider haben. Dann haben wir hier einmal die Checkbox-Abfrage. Ist die Checkbox gesetzt oder ist sie nicht gesetzt? Dementsprechend wird der Mode 1 oder Mode 0 angewählt. Hier haben wir nochmal den Kanal, den Slider vom Kanal. Der ist nochmal hier extra aufgeführt. Im Endeffekt dasselbe wie hier oben, nur dass das jetzt hier keine Schleife ist und das ist nur eine Einzelabfrage. Und hier unten haben wir dann zum Schluss, das ist ein Button, der ist ganz unten drunter. Da kann man drauf drücken. Da steht Save drauf und dann wird es quasi im EEPROM gespeichert. Das war ja die Routine, die wir ganz unten gesehen haben. Das ist jetzt hier die Webseite. Da kann man hier oben die CSS-Styles, da kann man hier die Button, die Größe, die Farbe und so, kann man hier so ein bisschen angeben, die Slider, wie die aussehen sollen. Ja, hier ist dann einmal so ein Header, da wird einfach oben eine Überschrift drüber gesetzt. Dann kommt hier die Version und dann werden hier die 8 Slider für die PWM-Raten angelegt. Dann kommt die Checkbox für den Kompatibilitätsmodus. Dann kommt hier der Slider für den Channel, den wir auswählen können. Und am Ende noch der Save-Button. Dann sind wir schon durch mit der Webseitenprogrammierung. Und dann wird hier nochmal der Client geschlossen, falls dann oben der Timer abgelaufen ist oder wir irgendeine Taste oder einen Slider betätigt haben. Ja, und hier ist dann jetzt schon die Endcode-Funktion. Das heißt, wir haben jetzt hier das Ende vom Code erreicht. Ja, kommen wir hier zu den etwas wirren Hardware-Aufbau. Aber im Endeffekt ist das jetzt kein Hexenwerk. Ich habe hier wieder meinen Empfänger. Den lese ich hier quasi über den Widerstand. Den habe ich noch zusätzlich eingebaut, weil ja der ESP32 nur mit 3,3 Volt kompatibel ist und wir ja hier 5 Volt rausgeben auf dem S-Bus-Signal. Deswegen habe ich jetzt hier noch einen Widerstand zwischengemacht. Der geht hier über das gelbe Kabel auf Pin Nummer 16. So lesen wir quasi unser S-Bus-Signal ein, so wie beim letzten Mal. Dann haben wir hier noch Pin Nummer 13, hier das blaue Kabel, da kann ich dir die Brücke machen für die Wi-Fi-Konfiguration, also für den Setup-Modus. Und hier habe ich im Endeffekt jetzt 8 LEDs angeschlossen an den PWM-Kanälen, die ich im Sketch auch deklariert habe. Also es sind jetzt hier 8 Stück mit Vorwiderständen. Spannungsversorgung habe ich hier extern für den Empfänger und der ESP wird hier über USB versorgt. Den könnte man aber hier auf dem 5-Volt-Pin auch mit der gleichen Spannung nachher hier wie mit dem S-Bus versorgen.
Das heißt, wir schieben jetzt einfach mal den Code in den ESP rein, setzen hier schon mal die Wi-Fi-Brücke, weil wir wollen ja auch Wi-Fi haben. So, jetzt ist der Sketch geladen und jetzt können wir hier mal über Werkzeuge den seriellen Monitor aufrufen. Ja, jetzt wollen wir uns noch um die Mischereinstellungen kümmern, die Servoausgängeinstellungen und die entsprechende Kurve, die wir noch benötigen. Das können wir alles von Hand einstellen oder wir können es uns generieren lassen. Wir haben dann ein Skript geschrieben, was das automatisch erstellt. Da fangen wir jetzt einfach mit an und dann gehen wir nachher die einzelnen Einstellungen nochmal eben durch. Dann kann man sie nämlich auch von Hand ändern, wenn man da noch irgendwas anderes einstellen möchte. Das Skript befindet sich hier, wenn ihr es installiert habt, unter Tools. Das heißt, ihr müsst es in diesem Ordner auf der SD-Karte unter Tools reinkopieren und das nennt sich hier SBus Switch. Und das kann man einfach ausführen. Entsprechend und jetzt kann man hier die Einstellung vornehmen. Hier oben kann man wählen, welchen Kanal möchte man haben. Wir möchten ja Kanal Nummer 5 haben und hier kann man wählen, welche Kurve man benutzen möchte für das Skript oder für die Mischer. Wir haben ja gesagt, wir brauchen eine Kurve, um das zu vierteln und die stellen wir hier ein. Falls ihr jetzt irgendeine Kurve schon verwendet habt, könnt ihr jetzt hier nicht Kurve 1 nehmen, sondern nehmt da 2, 3, 4 oder 5, je nachdem, welche ihr da haben wollt. Dann wird abgefragt, welchen Modus wir haben. Das waren ja dieser Modus 0 war der normale, Modus 1 war der Kompatibilitätsmodus, wenn die Empfänger halt die entsprechende Bandbreite des Bits nicht hergeben. Wir haben ja gesagt, wir müssen auf kompatibel stellen und hier unten müssen wir den entsprechenden Empfänger auswählen. Wir haben ja einen FlySky-Empfänger, werden wir es hier auf FlySky stellen. Jetzt wird uns auch hier schon Hinweis eingeblendet. Achtung, bei FlySky-Empfängern erst erweiterte Wege einstellen. Das zeige ich euch gleich noch, wo ihr das einstellt. Wir gehen mal ein Page weiter hier. Da können wir jetzt die Ausgänge einstellen. Da sind standardmäßig einfach alle 8 Schalter hintereinander auf die Ausgänge zugeordnet. Ihr könnt da jetzt einfach draufdrücken und entsprechend die Sachen ändern. Man könnte da auch noch logische Schalter hinterlegen, haben wir jetzt aber erstmal nicht integriert. Kann man nachher aber in den Mischern ändern. Zeige ich euch gleich. So, jetzt gehen wir einfach einen weiter. Jetzt kriegen wir nochmal hier eine Übersicht angezeigt. Der Kanal, die Kurve, welches Modell, welchen Mod, welchen Empfänger wir ausgewählt haben. Hier unten einmal klicken, dass es anfängt zu blinken. Dann noch einfach mal rollen und dann steht da passt und ab damit. Einmal bestätigen, schon ist das Skript ausgeführt worden. Jetzt können wir mal zurückgehen. Gehen wir in die Mischer-Skripts rein. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier unter Channel 5 die ganzen Mischer angelegt. Das war ja hier einmal das Offset-Skript, haben wir auch direkt so benannt, dass man es sehen kann. Das ist das für Schalter 1, Schalter 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Das bleiben wir direkt beim Schalter 8 stehen, der ist nämlich auch schon markiert oder aktiv, heißt das ja, wenn das gelb hinterlegt ist. Und das ist hier der Schalter SH hier hinten, das ist nämlich so ein Tastschalter. Und den müssen wir eben umdrehen, dass der bei Nicht-Betätigung nicht aktiviert ist. Da klicken wir jetzt einfach mehr hier auf die Zeile und editieren die. Und dann können wir mal eben durchgehen. Hier oben steht der Name. Dann haben wir die Source, steht immer auf Max bei allen Skripten. Dann die Gewichtung steht jetzt hier auf 400. Das ist je nachdem, welchen Schalter wir haben, ist eine andere Prozentzahl. Dann haben wir hier unter Kurve ist Custom angewählt und die Kurve SBS. Wir haben die Kurve 1 genommen und umbenannt in SBS. Zeige ich aber gleich noch. Und hier unten wählt ihr dann den entsprechenden Schalter aus, der diesen Mischer aktiviert. Und das ist hier SH nach oben. Wir machen jetzt einfach SH nach unten und damit ist jetzt auch die Zeile nicht mehr markiert. Und wir können jetzt hier entsprechend schalten. Jetzt können wir mal hier hochgehen. Und jetzt können wir mal Schalter A nehmen. Der ist ja hier für das 3% zuständig.
Und dann seht ihr, kommt ja auch dabei, das ist Schalter B und so weiter. Wenn wir beide Schalter machen, sind halt beide aktiv. Vom Prinzip her läuft es jetzt so ab, der erste Mischer zieht quasi den Kanal auf minus, annähernd minus 100 herunter, 99,5 hatten wir ja gesagt. Und dann können wir mit den einzelnen Schaltern 3% dabei, 6%, wenn wir den dritten Schalter haben, 12. Und entsprechend so, wie wir das in der Excel-Tabelle gesehen haben. Also das hat das Skript angelegt automatisch. Als nächstes hat das Skript hier auf Channel 5 die Servowege geändert. Einmal auf minus 102,4 Min und Max ist 102,4. Ja, um diese Einstellung hier zu tätigen, müsst ihr im Modell-Setup hier die Extended Limits aktivieren, damit ihr die einstellen könnt. Das Skript schreibt die trotzdem da rein, aber wenn ihr da dann ändern wollt von Hand, dann geht es nicht. Da müsst ihr einmal hier den Haken machen. So, jetzt haben wir natürlich noch die Kurve, hatten wir gesagt. Die ist hier angelegt, eine Dreipunktkurve. Gehen wir mal einmal rein. Die ist einfach bei minus 100, minus 25. Bei 0 ist die 0, bei 100 ist die 25. Also im Endeffekt ist es auch eine Zweipunktkurve, hätte auch gereicht. Und dann haben wir den Namen einfach umbenannt und deswegen kann man sie entsprechend dann in den Mischern hier mit SBS für Switch Bus, SBUS haben wir sie dann genannt. Wenn ihr einfach einen anderen Schalter oder einen Logikschalter hier ändern wollt oder einen Krähenfuß einbauen wollt, könnt ihr einfach hier drauf auf Edit drücken. Hier unten dann entsprechend den Schalter ändern. Ich mache jetzt mal hier Krähenfuß 2. Seht ihr, dann geht er auf 6P2 oder auf 1, je nachdem, was ihr da haben wollt. Ich gehe jetzt wieder auf SA zurück, damit ich das für gleich alles richtig eingestellt habe. Die Ausschläge kann man sich auch noch hier im Channel Monitor anschauen. Hier kann man jetzt sehen, in welcher Position wir uns gerade befinden. Das Offset-Skript ist nur aktiv. Also habe ich ja vorhin gesagt, zieht er den Kanal quasi ganz runter. Und jetzt können wir hier mit den einzelnen Schaltern entsprechend kleine Prozente mit den niederwertigen Schaltern und entsprechend höhere mit den größeren Schaltern. Das heißt, wenn wir hier den großen betätigen, den letzten, dann haben wir genau Mittelstellung. Und wenn wir alle Schalter aktivieren, dann haben wir Vollausschlag in die andere Richtung. Ja, das Skript ist unten verlinkt. Das habe ich mit dem Ulf zusammen gemacht. Das haben wir auch auf der Webseite, hat er es im Forum veröffentlicht. Das ist ja für beide Projekte die gleichen Einstellungen. Ja, kommen wir jetzt hier zu dem Einstellen übers Smartphone, über eine Webseite. Wir gehen hier auf WLAN, verbinden uns mit ESP32 SBUS Switch. Dann sind wir verbunden. Jetzt kann man hier einfach draufdrücken und dann hat man hier direkt die Webseite 192.168.4.1. Da drücke ich jetzt einmal drauf. Dann öffnet sich die Seite direkt. So, jetzt haben wir hier einmal die Übersicht. Das sind die ganzen Kanäle und die PWM-Werte, die wir da eingestellt haben. Hier unten können wir jetzt einmal den Kompatibilitätsmodus auswählen und den Kanal auswählen. Mit dem Slider hier. Wir können einmal 4, also wir können Kanal 1 bis Kanal 16 auswählen. Wir wollten ja haben Kanal Nummer 5 und den Kompatibilitätsmodus. Die PWM-Kanäle machen wir gleich. Jetzt drücken wir einmal hier auf Save. So, jetzt haben wir das Ganze in dem ESP abgespeichert und es sollte auch theoretisch schon funktionieren. So, jetzt gucken wir erst uns die Funktion an. Ich habe jetzt hier die serielle Konsole aufgerufen und den Sender hier im Empfänger verbunden und den Sketch hatten wir ja schon auf dem ESP geladen. Das heißt, im Endeffekt sollte das jetzt funktionieren. Wir können mal eben in der seriellen Konsole gucken, was uns angezeigt wird. Kanal 5 wird uns angezeigt, wird gerade übertragen mit 206 SBUS-Wertigkeit. Der Output ist im Moment 0, also wir schalten keine LED, ist auch keiner an. Dann kommt hier 1 ist der entsprechende Wert minus 206, das sind es nämlich 0.
dann mal 10 ist immer noch 0, dann addieren wir 20 auf und teilen dann 2 mal durch 8 und dann sind wir hier bei 2 und 0. Also einmal durch 8, 20 durch 8 wären 2 und nochmal durch 8 ist 0. So, jetzt betätigen wir mal hier den ersten Schalter. Und dann seht ihr direkt, hat sich was geändert. Wir haben jetzt 212. Der Output ist 1, das heißt, die erste LED ist auch angegangen. Die übertragene S-Bus-Zahl ist 6, weil 212 minus 206 sind 6. Mal 10 sind 60, plus 20 sind 80, durch 8 sind 10 und nochmal durch 8 sind 1. Das heißt, der Output ist 1. Jetzt können wir mal den Schalter wieder ausmachen, gehen wir wieder auf 0 zurück. Jetzt können wir den zweiten betätigen. Dann haben wir entsprechend 218 ist 12, 120 plus 20 sind 140, durch 8 sind 17, durch 8 sind 2, 16 bleibt einer über, wird abgeschnitten. Ja, jetzt können wir mal die ersten beiden Schalter betätigen. Dann haben wir nämlich 225, ziehen wir 206 ab, haben wir 19, 190, 20 dabei sind 210, durch 8 sind 26, durch 8 sind 24, 3, Rest 2 bleibt, schmeißen wir weg. Output 3. Die ersten beiden LEDs gehen an. Ja, so können wir das Spiel jetzt hier weiterverfolgen. Jetzt habe ich den 3-Schalter an, 4-Schalter an. Jetzt kann ich den letzten Schalter anmachen, dann geht hier die letzte LED an. Oder die vorletzte. Und so kann ich jetzt hier lustig schalten, wie ich will. So, kommen wir jetzt zu den PWM-Kanälen. Ich habe jetzt hier mal das Licht ausgemacht. Schalten wir mal den ersten Kanal ein hier. Gehen wir auf die Webseite und können jetzt hier den entsprechenden Kanal ändern. Ich gehe jetzt mal hier auf 30 runter. Das ist schon ziemlich dunkel, 15. Wenn ich jetzt hier hoch scroll auf 255, dann habe ich die maximale Helligkeit. Das Ganze kann ich jetzt, wie gesagt, hier unten wieder abspeichern auf Save. Dann ist das fürs nächste Mal gesaved. So kann ich jetzt hier alle meine Kanäle einschalten. Ich kann hier mal Kanal 4 nehmen. Da kann ich das entsprechend dann auch machen. Da könnte man noch einige lustige Features einbauen. Ja, wie ihr seht, funktioniert das hier ganz gut. Das heißt, man kann mehrere da an einem Empfänger anschließen. Wir könnten hier mehrere anschließen, weil wir bis zu 64 Mischer programmieren können. Und wir brauchen immer 9 Stück pro Kanal. Hat ein bisschen länger gedauert, aber das Video ist jetzt zum Abschluss gekommen. Wir haben gesehen, dass es funktioniert. Die ganze Theorie haben wir heute durchgemacht, aber muss auch sein. Man möchte ja auch ein bisschen verstehen, wie das Ganze so funktioniert. WLAN habt ihr gesehen, Ausgänge habt ihr gesehen, PWM habt ihr gesehen. Ich würde sagen, reicht für heute. Nächste Woche gucken wir mal, wie wir das etwas kleiner kriegen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ziege One, der RC-Modellbauer. Ciao.